diesem Video möchte ich kurz darstellen, wie Hard- und Software unterschieden werden können und was man unter Systemsoftware und Anwendungssoftware verstehen kann. Nun zur Unterscheidung von Hard- und Software. Hardware versteht man alle Teile eines Computers oder der Peripherie, die angegriffen werden können. Beispiele finden sich hier in dieser Abbildung. All das kann angegriffen werden. Software, darunter versteht man alle Programme und Daten, die auf einem Computer ausgeführt und verarbeitet werden können. Einige Beispiele hier im Folgenden. BIOS ist jenes Programm, das in einem Speicherbaustein, also in der Chip-Hardware, enthalten ist und unter anderem dafür sorgt, dass der Computer gestartet werden kann. Dann zählen dazu noch Dateien, Grafiken, Videos, Texte, Musik und so weiter. Dann gehört zur Software natürlich auch die Anwendungssoftware, wie Textverarbeitung, Videoabspielprogramme, Videoschnittprogramme, Browser, Spiele und so weiter. Und natürlich auch dann Betriebssysteme, von denen die bekannteren wahrscheinlich Windows, Android, Linux, Apple OS und so weiter. Dann zum Betriebssystem. Alle gängigen Computer wie PCs, Tablets und Smartphones verfügen heute über ein Betriebssystem. Das Betriebssystem ermöglicht die Nutzung der Computerhardware durch die Anwendungen und damit letztlich auch durch die Benutzerinnen und Benutzer. Das Betriebssystem stellt deshalb Anwendungen wie zum Beispiel Textverarbeitungen die Möglichkeit zur Verfügung, Daten zu speichern und einen Text auszudrucken. Das BIOS, wir haben vorhin schon davon gesprochen, kommt vom englischen Basic Input Output System, startet nach dem Einschalten des Computers das Betriebssystem. Betriebssysteme bestehen unter anderem aus einem Kernel. Kernel bedeutet übersetzt Kern. Und dieser Kern, dieser Kernel, hat folgende Aufgaben. Verwaltung der Hardware, Laden von Gerätetreibern, also Software, die das Funktionieren von zum Beispiel der Festplatte ermöglicht. Und darüber hinaus ermöglicht das Betriebssystem zum Beispiel, dass es grafische Benutzeroberflächen geben kann für die Benutzerinnen und Benutzer. Die Bedienbarkeit mit Hilfe einer Maus, dann die Verwaltung des Speicherplatzes und der Prozessortätigkeit, den Zugriff auf Peripheriegeräte und den Schutz durch unter anderem die Verwendung von Passwörtern und verschiedenen Benutzerkonten. Bekannte Betriebssysteme sind wiederum Windows, Android, Linux und Apple OS. Hier sehen wir diese Abbildung. In dieser Abbildung das Zusammenspiel zwischen Betriebssystem und Anwendung. Das heißt, die Betriebssystem ermöglicht der Anwendung auf die Hardware zuzugreifen und doch wiederum natürlich den Benutzern mit Hilfe der Anwendung auf die Hardware zuzugreifen. Eine wechselseitige, sich wechselseitig beeinflussende Sache. Dann sehen wir bei der Software hier mal einen Überblick über die Software. Software kann unter anderem in Systemsoftware und Anwendungssoftware unterschieden werden. Zur Systemsoftware gehören zum Beispiel das Betriebssystem und die Treiber. Beispiele für Anwendungssoftware sind Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Computerspiele, Buchhaltungssoftware und so weiter. Im Zusammenhang mit Smartphones und Tablets werden Anwenderprogramme häufig als Apps bezeichnet. Die Verwendung des Begriffs App hat aber seit Windows 8 auch im PC-Bereich Einzug gehalten. Wir haben hier zum Beispiel hier entsprechende Systemsoftware, die ermöglicht es dann, dass andere Bereiche dann nutzbar werden, wie hier zum Beispiel die Hardware. Und diese Hardware ermöglicht dann wiederum, dass die Software natürlich ausgeführt wird, nicht nur das Betriebssystem, sondern auch dann dementsprechend dann die Anwendungsprogramme. Und die greifen dann wiederum über das Betriebssystem auf Daten bzw. auf die Datenträger zu. Im Abschluss hier wiederum der Verweis auf in der Präsentation verwendete Grafiken und weiterführende Webseiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.